Ich war auch schon bei der FOS am Informationstag und derzeit habe ich mich gerade bei der Eckertschule noch informiert und sie haben eben beide eine Zusammenarbeit mit Krones und deswegen jetzt nochmal zu Krones. Ein Technikerberuf, weil ich halt auch im Technikzweig bin und deswegen, ja. Ja, weil Krones eine gute Ausbildung hat und ja, also interessiert auch mich Mechatroniker oder Elektroniker. Und da habe ich in den Sommerferien auch ein Praktikum. Ja, Krones ist eine bekannte und eine große Firma. Deswegen möchte ich da schon eine Ausbildung recht. Ja, ich habe da letztes Jahr ein Praktikum gemacht und es hat mir da wirklich sehr gut gefallen und da will ich mich auf jeden Fall auch bewerben. Krones ist für mich sehr interessant, weil ich gerne eine technische Ausbildung machen will und habe aber schon ein Praktikum gemacht und hat mir sehr gut gefallen und es kommt für mich auf jeden Fall in Betracht, was zu machen. Und also mein Wunsch ist eigentlich Industriemechaniker zu werden und die Ausbildungsstätte von Krones war sehr gut, was man da gesehen hat und zu machen und eine gute Ausbildung und also ist alles perfekt, muss ich sagen. Ich kenne eine Freundin, die ist auch Feinwerkmechanikerin und sie ist sehr begeistert davon. Und ich finde es gut, dass auch weibliche Personen jetzt in einen Männerberuf einsteigen, weil die können das genauso. Das heißt nicht immer nur, die Männer sind handwerklich begabt, das stimmt nicht, das ist auch die Frauen. Also beruflich würde mich Fachinformatiker oder eher im Bereich Technik interessieren und ja, also bei Krones würde ich mir schon vorstellen können zu arbeiten. Ich habe in der ersten Osterferienwoche ein Praktikum bei Krones gemacht für 4 Tage. Mir hat es sehr gefallen, die Leute waren nett und später könnte ich mir auch vorstellen dort zu arbeiten, dass sie sehr kontaktfreudig sind. Ich bin Mechatronikerin im zweiten Lehrjahr, mache jetzt im Dezember meinen Facharbeiter. Ich bin dann für Krones Service unterwegs weltweit und ja, heute ist halt Messestand.